Hallo und herzlich willkommen zu Orga TV, live vom Saarbrücker Unicampus. Als vorletzte Gruppe der Übung zur Medienpraxis in diesem Semester beschäftigen wir uns heute mit Themen rund um WLAN allgemein und ganz speziell mit dem Uni-WLAN-Netzwerk. WLAN ist die Abkürzung für Wireless Local Area Network und bezeichnet ein lokales Funknetzwerk, das vor allem die mobile Internetnutzung ermöglicht. WLAN-Netze sind nicht flächendeckend verfügbar, sondern nur dort, wo entsprechende WLAN-Hotspots zur Verfügung stehen. Deren Reichweite beträgt zwar meist nur knapp 100 Meter, aber die Zahl der verfügbaren Hotspots steigt mit jedem Jahr. Allein in Europa gibt es mittlerweile über 70.000 Hotspots. Auf dem Unicampus sind zurzeit ungefähr 440 solcher Access Points, also WLAN-Zugangspunkte, angebracht. Und was es heute in der Sendung für Beiträge gibt, könnt ihr jetzt sehen. Die Technik hinter dem WLAN-Netz der Uni exklusiv aus dem Rechenzentrum. WLAN-fähige Endgeräte. Das WLAN-Angebot am St. Johanner Markt in der Saarbrücker Innenstadt. Und als letzten, aber durchaus wichtigen Beitrag erfahrt ihr Näheres zur Sicherheit von WLAN. Das sind also unsere Themen heute. Schauen wir uns aber erstmal an, was letzte Woche so in der Medienwelt passiert ist. Hier kommen die News mit Michael Schuh. Der Unterföhringer Sender Kabel 1 tritt ab dem 11. Februar mit einem neuen Outfit und einem neuen Claim an. Der bisherige Claim Kabel 1 Good Times wird abgelöst von Echt Kabel 1. Auch das Logo wurde verändert, weg vom Runden hin zum Eckigen. Zum Einsatz kommt das neue Outfit im neuen On- und Off-Air-Design, beim Internetauftritt sowie bei einem neuen Studioset und Formatverpackungen. Nach zahlreichen Ankündigungen neuer Sender im vergangenen Jahr lassen einige der neuen Programmformate auf sich warten. Spartensender wie Tim TV für Schwule, Bono TV für Senioren oder Ethos TV für Trauernde kommen derzeit nicht aus den Startlöchern. Ein fehlendes Sendezentrum, fehlende Investoren und die Neuausrichtung der Strategie wegen sehr hoher Resonanz sollen die Gründe für einen verspäteten Start sein. Q-Tracks heißt das neue Angebot, das auf der internationalen Musikmesse in Cannes groß auftrat. Bei der ersten legalen Musiktauschbörse, wie sich Q-Tracks selbst nennt, bekommt der Fan seine Musikdatei gratis, muss sich dafür aber Werbung aussetzen, in Form von Werbebannern, Sponsoring, Videos oder auch Audio-Reklamespots. Ein weiterer Haken für den Musikfan: mindestens alle 30 Tage muss er sich mit seinem Abspielgerät bei Q-Tracks einloggen, sonst wird die Datei unbrauchbar. Auf eine CD brennen kann man die Musik auch nicht. Der Bewegtbild-Hype macht auch vor Wikipedia nicht Halt. Die Online-Enzyklopädie will voraussichtlich bis Herbst 2008 Videos in ihr Angebot integrieren. Die Filme werden ebenso wie die Texte von den Nutzern veränderbar sein. Bereits im Frühjahr soll es außerdem Wiki to Print geben. Hier können sich die Nutzer ein Dossier von Artikeln zusammenstellen, welches sie dann entweder als PDF oder als gedrucktes Büchlein bestellen können. StudiVZ macht sich für den Konkurrenzkampf mit Facebook warm, das bis Ende März eine deutsche Version ins Netz bringen will. Eckpfeiler der neuen Strategie sind die Öffnung für externe Entwickler, die Gründung eines neuen VZs, ein für alle VZ oberhalb von StudiVZ, volle Konzentration auf Deutschland, ein möglicher Beitritt in Googles Open Social und mehr Optionen zum Schutz der Privatsphäre. T-Mobile ist zufrieden. Pro iPhone-Anwender verdient das Unternehmen dreimal mehr als mit Normaltelefonierern. Trotzdem markiert Deutschland im internationalen Vergleich das Schlusslicht. Nirgends verkauft sich das Apple-Handy schlechter. Seit dem Verkaufsstart vor 11 Wochen haben man 70.000 iPhones absetzen können. Positiv wirkt sich das Apple-Gerät aber auf die Neukundengewinnung und die Internetnutzung aus. Jeder hat schon mal WLAN genutzt, aber kaum einer weiß, wie es überhaupt funktioniert. Damit ihr mal einen Blick hinter die Kulissen werfen könnt, kommen wir jetzt zu unserem ersten Beitrag für heute. Wir trafen uns mit Herrn Naisius, der uns exklusiv mit ins Rechenzentrum genommen hat und uns dort etwas über die WLAN-Technik hier an der Universität erzählt hat. Außerdem haben wir uns in einem Saarbrücker Fachgeschäft umgeschaut. Aber seht selbst!
Wir befinden uns hier auf dem Unicampus und haben uns mal die Frage gestellt, wie funktioniert eigentlich das WLAN-Netzwerk hier? Wo kommt es her? Wer ist dafür verantwortlich? Um diese Frage zu klären, sprechen wir jetzt mit jemandem, der es eigentlich wissen sollte. Was sind das jetzt genau für Geräte, Herr Neis? Also wir befinden uns hier im Serverraum. Ja, das ist das Rechenzentrum hier. Und hier haben wir auch diese Wireless LAN-Controller, die notwendig sind, um die Access Points im Campus zu steuern. Die Signale, die hier vorliegen, werden über diese Verteilerkomponenten, über die Glasfaser in den Campus hineingebracht, dort wiederum auf die Access Points gebracht und die können sich dann mit WLAN mit den Klienten in Verbindung setzen. Wir hatten also schon 1999 angefangen mit einer Technik, wie sie hier die erste Stufe darstellt. Geräte, die autonom betrieben wurden und wo dann 60 bis 80 Stück hier im Betrieb waren. Diese Geräte sind heute ungefähr 500 Stück auf dem Campus installiert. Und wir haben damit eine fast flächendeckende Grundversorgung geschaffen. Und jetzt ist mir aber aufgefallen, wenn ich mit meinem Laptop suche, dann findet er irgendwie zwei Netzwerke. Wo ist da genau der Unterschied? Ja, wir ordnen diesen Netzwerken bestimmte Eigenschaften zu. Und ein Netzwerk hat jetzt eine Verschlüsselung über VPN. Können wir gleich nochmal darüber sprechen. Das andere Netzwerk ist ein relativ einfaches Netzwerk, was dann auch mit sogenannten PDAs oder ähnlichen Geräten genutzt werden kann, wo normalerweise kein VPN-Client zur Verfügung steht. Entschuldigung, weißt du, wie man hier ins Internet kommt? Brauchst du da was Spezielles? Ja, also ist dein Computer überhaupt WLAN-fähig? Keine Ahnung, ich kenne mich gar nicht aus. Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, da sollst du dich vielleicht mal informieren gehen. Das sollte ich vielleicht tun. Ich habe ein altes Laptop. Gibt es da eine Möglichkeit, dass ich das irgendwie aufrüste noch, dass ich nachträglich noch WLAN nutzen kann? Ja, die Möglichkeit gibt es. Mit sogenannten USB-Adaptern. Das hier ist ein Modell von Hama. Die werden an den USB-Anschluss angeschlossen. Also wenn Ihr Rechner über einen USB-Anschluss verfügt und Betriebssysteme ab Windows 98 SE, können Sie mit einem sogenannten USB-Stick den Rechner nachrüsten. Diese Sticks unterstützen bis zu 54 Mbit und auch gängige Verschlüsselungen. Und neuere Laptops, haben die das irgendwie schon mit drin? Oder? Neuere Laptops, wie man hier sehen kann, unterstützen bereits ab Werk den Empfang von WLAN und auch die gängigen Verschlüsselungen. Und wenn ich jetzt zu Hause noch einen alten Desktop-PC habe, geht das auch noch? Kann ich den nachträglich aufrüsten? Für alte Desktop-PCs gibt es sogenannte PCI-Karten. Diese hier unterstützt schon die sogenannte MIMO-Technik für erweiterte Reichweite und Signalstärke. Voraussetzung ist ebenfalls Windows 98 SE oder neueres Betriebssystem sowie ein freier PCI-Steckplatz in Ihrem Rechner. Okay, Dankeschön. Bitteschön. Hier an der Uni gibt es zurzeit ein Pilotprojekt, das auf dem uni-eigenen WLAN-Netz basiert. Mit diesem Voice-over-WLAN-Telefon ist es möglich, überall dort über WLAN zu telefonieren, wo die Netzversorgung ausreichend zur Verfügung steht. Damit können gerade Bedienstete, die viel auf dem Campus unterwegs sind, kostenlos erreichbar sein und selbst kostenlos telefonieren, ohne dabei ständig in ihrem Büro zu sein. Dieses Gerät ist eins von ca. 20 Testgeräten, die momentan hier in der Saarbrücker Universität im Rechenzentrum in Betrieb sind. Später ist mal geplant, diese Telefone an der ganzen Universität einzusetzen. In unserem letzten Beitrag erfahrt ihr später noch Näheres zur Sicherheit dieser Telefone. Überhaupt gibt es immer mehr Geräte, die WLAN unterstützen. Dies liegt einmal sicher an der wachsenden Verbreitung der Technologie, aber auch daran, dass man diese Technik mittlerweile auch in sehr kleinen Geräten einsetzen kann. In unserem nächsten Beitrag geht es gerade um diese mobilen Endgeräte, die WLAN unterstützen. Mist. Hallo? Ach, hallo. Ja?
Tschüss. Was ist denn für eine Kiste da? Ich hasse diesen Kabelsalat. Hallo? Hi. Ja, Moment, ich schau schnell mal nach. Ja, ich rufe zurück. Tschüss. Die Internetnutzung mit WLAN erspart einem das Hantieren mit lästigen Kabeln und erhöht somit den Komfort im Alltag. Ein aktuelles Beispiel für WLAN-fähige Endgeräte ist das iPhone. Darf ich mal was fragen? Ja klar, worum geht's? Nutzt du WLAN? Natürlich. Mit welchen Geräten machst du das? Mit meinem Notebook und mit meinem Handy. Du hast ein WLAN-fähiges Handy? Ja. Hast du das auch dabei? Ja, das habe ich dabei. Gleich hier. Und was nutzt du öfters, dein Notebook oder dein Handy? Öfter das Notebook, weil die Darstellung auf dem großen Bildschirm einfach besser ist als auf dem kleinen Handybildschirm. Okay, vielen Dank. Bitteschön. Hallo, darf ich dich mal was fragen? Ja, klar. Es geht um WLAN. Nutzt du WLAN? Klar nutze ich WLAN. Und mit welchen Endgeräten? Hauptsächlich mit meinem Notebook, aber ein Freund von mir hat auch ein WLAN-fähiges Handy und da gehe ich auch ab und zu ins StudiVZ über. Würdest du dir auch selbst ein WLAN-fähiges Handy kaufen? Nein, nicht unbedingt. Ich hole mir das kleine neue MacBook Air. Okay, vielen Dank. Kein Problem. Dank WLAN ist heutzutage auch die mobile Nutzung von Voice over IP möglich. Voice over IP ist das Telefonieren über Computernetzwerke mittels Internetprotokoll. Die kabellose und somit mobile Internetnutzung via Wireless LAN ist heutzutage unverzichtbar geworden. Und wie wir in diesem Beitrag gesehen und gehört haben, stehen zur Nutzung von Wireless LAN eine Reihe von mobilen Endgeräten zur Verfügung. Neben Geräten wie PCs und Laptops werden jedoch auch andere Geräte wie zum Beispiel WLAN-fähige Handys, PDAs und Blackberries immer relevanter. Wir haben euch hier mal eine Übersicht besorgt, auf dem die WLAN-Versorgung auf dem ganzen Campus ersichtlich ist. Die dunklen Grüntöne bezeichnen sehr gut versorgte Gebäude, zu den helleren Tönen hin nimmt die Signalqualität etwas ab. Hier zum Beispiel die Mensa oder das BBL-Gebäude, die beide in mittlerer Qualität versorgt sind. Wie ihr sehen könnt, ist die Uni fast komplett mit Sendern abgedeckt. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel mit euren Laptops fast überall ins Internet. Doch wie sieht's in der Saarbrücker Innenstadt aus? Im nächsten Beitrag haben wir uns mal genauer am St. Johanner Markt umgeschaut. Viele Studenten nutzen das kostenlose WLAN-Angebot der Uni. Ob nun in Hörsälen, der Bibliothek, Cafés oder einfach gerade dort, wo sie Lust dazu haben. Aber was genau machen sie da eigentlich hinter ihren Rechnern? Das haben wir zwei Studenten gefragt. Klar nutze ich das Angebot für WLAN an der Uni. Ich meine, zum einen ist das natürlich ein spitzen Zeitvertreib. Wenn man zwischen mehreren Vorlesungen mal ein bisschen Zeit hat, kann man seine E-Mails checken oder kann man über ICQ mit Freunden sich unterhalten. Außerdem ist das natürlich auch noch spitze, gerade in meiner Situation, in der ich gerade Diplomarbeit schreibe, kann ich das nutzen, um im EBSCO-Net nach wissenschaftlichen Artikeln zu suchen, die ich für meine Diplomarbeit sehr gut gebrauchen kann. Ja, klar nutze ich WLAN. Ich meine, wer kennt das nicht? Ich gehe in eine Vorlesung und wenn ich Sachen ausgedruckt habe, dann habe ich es oft mal daheim vergessen. So kann ich WLAN nutzen, lade mir einfach die aktuellen Dokumente runter und schon habe ich alles parat. Wie könnte es einfacher sein?
Naja, eigentlich gibt es an dem WLAN-Netz an der Uni nichts auszusetzen. Ich meine, die Netzabdeckung ist schon spitzenmäßig. Das einzige Problem, was ich so sehe, ist, dass zum Beispiel es viel zu wenige Steckdosen hier gibt, in die man seinen Laptop einstecken kann. Größter Vorteil für mich ist eigentlich, warum ich WLAN nutze. Ich brauche nicht oben im CC2 ewig zu warten, bis irgendwann mal ein Rechner frei wird, wenn ich dringend irgendwelche Recherchen anstellen muss, die mich in meinem wissenschaftlichen Dasein weiterbringen. Das war die Meinung von zwei eurer Kommilitonen über das WLAN-Angebot an der Uni. Nun haben wir uns mal für euch schlau gemacht. Wie sieht das überhaupt in der City aus? Gibt es dort Hotspots für euch und sind die auch kostenlos zugänglich? Manche der Restaurants und Bars rund um den St. Johanner Markt haben WLAN-Hotspots. Nur wenige davon sind allerdings kostenlos zugänglich. Im Oro haben wir nachgefragt. Guten Tag, Herr Basso. Sie sind einer der Geschäftsführer des Oro hier am St. Johanner Markt in Saarbrücken und Sie bieten Ihren Kunden einen drahtlosen Internetzugang kostenlos an. Wieso? Ich bin der Ansicht, dass ein freier Zugang zum Internet in der heutigen Zeit ein absolutes Muss ist und damit ein Service, den wir unseren Gästen gerne bieten. Dies gilt auch für andere Lokale unserer Kette wie Langenfeld oder diverse Coyote-Cafés. Mhm. Und wie hat sich das auf Ihre Umsatzzahlen bzw. Besucherzahlen ausgewirkt? Es ist natürlich schwer messbar, ob und wie viele Gäste wegen des freien Zugangs zusätzlich ins Oro kommen. Sicher ist aber, dass dieser Service gerne und ausgiebig genutzt wird. Mhm. Und wie ist das mit der Sicherheit? Ist es sicher? Der Zugang ist an sich ist prinzipiell genauso sicher wie kostenpflichtige Hotspots. Es ist immer Sache des Benutzers, seinen Notebook zu schützen. Okay, vielen Dank, Herr Basso. Gerne, danke. Wie ihr eben gesehen habt, ist das Angebot durchaus vorhanden. Man muss nur wissen, wo. Für die Zukunft lässt sich da nur wünschen, dass es bald flächendeckende WLAN-Netze gibt. Damit bieten sich für uns als Endnutzer neue Möglichkeiten für Freizeit und Beruf. Wer den Aufbau des WLAN-Netzes hier an der Uni sozusagen live miterlebt hat, sitzt hier neben mir. Herzlich willkommen, Caroline Nimczyk. Hallo. Du hast in Saarbrücken Betriebswirtschaftslehre studiert und bist jetzt hier am Lehrstuhl beschäftigt. Genau. Wie war das zu deiner Studienzeit? Gab es da schon WLAN an der Universität? Nee, gab es nicht. Also das war noch nicht mal im Aufbau, sondern als ich angefangen habe zu studieren, da kam eigentlich erstmal überhaupt so diese ganze E-Mail-Kennung. Das heißt, bevor ich hier an die Uni gekommen bin, hatte ich noch nicht mal eine private E-Mail-Adresse. Das heißt, es war wirklich komplett Steinzeit eigentlich noch, was das anbelangt. Kannst du dich denn noch erinnern an die Anfangszeiten des Uni-WLANs? Ja, kann ich mich eigentlich ganz gut erinnern. Also das ist hier an der Uni eigentlich sehr schnell zwar gekommen, aber am Anfang mehr so testmäßig. Das heißt also, es wurde auch gar nicht groß publiziert irgendwie bei den Studierenden. Es waren nur ein paar Hotspots auf dem ganzen Campus. Ich weiß, dass im Gebäude 16 oder damals Gebäude 16 auf jeden Fall was war. Und man musste, genau wie ja jetzt auch eigentlich noch beim Rechenzentrum, sich so einen VPN-Zugang holen. Der war allerdings nur beschränkt erhältlich sozusagen. Das heißt also, nicht jeder Student hat sowas bekommen. Und das heißt, so richtig angefangen oder auch so richtig wahrgenommen von den Studenten wurde das vielleicht erst dann wirklich so 2004, 2005, da habe ich dann angefangen, Diplomarbeit zu schreiben, vorher noch Seminararbeit. Da ging das ganz gut. Vorher war das wirklich alles erstmal nur testmäßig, um zu gucken, funktioniert das wirklich? Kann hier wirklich jemand auf der AC-Wiese sitzen und sozusagen da auch irgendwie mal ins Internet gehen? Okay. Unterstützt dich denn das drahtlose Netzwerk heute bei deiner Arbeit? Also unterstützen insofern, dass wir es natürlich ganz gut für Vorlesungen benutzen können. Also das heißt, wenn man da Studenten gerade im Medienbereich natürlich gerne was aus dem Internet zeigt, dann ist das natürlich wesentlich einfacher, als es vorher war. Das ist gar keine Frage. Angenehm ist es auch natürlich hier am Lehrstuhl zumindest kabellos zu arbeiten, wobei natürlich das nicht allzu häufig genutzt wird, einfach deswegen, weil wir natürlich alle hier Desktop-Rechner haben und somit einfach auch an ein Netzwerk angeschlossen sind. Okay, und privat nutzt du denn da auch WLAN? Wir haben WLAN zu Hause, wir haben aber auch noch ganz normale Desktop-Rechner, die ganz normal ans Netzwerk angeschlossen sind zu Hause. Für mich ist es halt super angenehm, es ist bequem, von der Couch sozusagen ins Internet zu gehen und nochmal schnell irgendwas nachzugucken. Also
von der Bequemlichkeit auf jeden Fall gerne genommen. Ansonsten wäre es natürlich auch erstmal alles noch so möglich, gar keine Frage. Okay, es ist ja jetzt so, dass WLAN mittlerweile nicht nur in tragbaren Computern zum Einsatz kommt, sondern es gibt ja auch immer mehr zum Beispiel WLAN-PDAs oder sogar WLAN-Handys. Würdest du dir denn sowas anschaffen oder hast du vielleicht schon so ein Gerät? Ich gebe ganz ehrlich zu, dass ich da sehr altmodisch bin. Ich bin da nicht wirklich ausgestattet mit. Ich habe ein Handy, mit dem ich UMTS im Prinzip nutzen könnte, tue ich aber auch nicht, ist mir alles noch nicht nutzerfreundlich genug. Also da passen einfach auch diese ganzen Benutzeroberflächen, finde ich, noch nicht wirklich. Auch gerade bei WLAN auf dem PDA ist das ja alles noch nicht ganz so optimal, von daher, nee, habe ich nicht. Okay, hast du dir mal Gedanken drüber gemacht, was man mit WLAN in der Zukunft noch machen kann, welche Nutzungsmöglichkeiten sich da noch ergeben? Also ich glaube, dass das immer mehr noch kommen wird. Das heißt, gerade auch im Laptop- oder Notebook-Bereich wird das sicherlich noch viel stärker angewendet werden von den Usern. Gerade auch Verkaufszahlen zeigen ja eigentlich, dass Notebooks immer mehr gekauft werden und dass eigentlich auch gerade der Kauf von Desktop-Computern oder von Rechnern halt zurückgeht. Von daher wird da auf jeden Fall mehr möglich werden, auch gerade auf mobilen Endgeräten, die jetzt kleiner sind wie PDAs oder Handys, wird das auch immer mehr kommen. Wobei da ganz, ganz wichtig ist, finde ich, von den Anbietern, dass sie wirklich auf diese Idee, wie können sie so Inhalte gestalten, eingehen und das einfach wirklich noch ein bisschen mehr für die Nutzerfreundlichkeit anpassen. Du hast eben angesprochen, dass du ein UMTS-fähiges Handy hast und dass das ja auch mittlerweile quasi fast äquivalent ist zu WLAN. Was denkst du denn, was sich sozusagen auf breiter Front durchsetzen wird? Eher UMTS, eher WLAN, eher beides so auf gleicher Schiene? Ich glaube, es ist schwierig zu sagen, weil UMTS hat ja gerade in Deutschland extreme Startschwierigkeiten gehabt. Es sind Millionenbeträge, wenn nicht sogar Milliardenbeträge da über die, ja, also gezahlt worden, um überhaupt in diesem Spiel mitmachen zu können. Es ist ganz schlecht angenommen von den Verbrauchern. Es ist heute auch noch so, dass ich weiß, bei Vodafone beispielsweise diese UMTS-Angebote teilweise umsonst sind, damit das überhaupt jemand nutzt. Und von daher glaube ich, dass das mit Sicherheit kommen wird, UMTS. Jetzt kurzfristig ist sicherlich WLAN eher ein Thema. Und dann vielleicht langfristig aber mit Sicherheit auch UMTS. Also ich finde das sehr, sehr schwierig zu beantworten einfach. Okay, super. Vielen Dank für das Interview. Bitteschön. Jetzt haben wir eine ganze Menge über die Möglichkeiten der WLAN-Nutzung und die passenden Geräte gesehen. Aber was ist denn mit der Sicherheit? Im folgenden Beitrag schauen wir mal, wie es im privaten Bereich aussieht, welche speziellen Sicherheitsmechanismen hier an der Uni angewandt werden und was eure Kommilitonen darüber wissen. Außerdem sehen wir jetzt auch, wie es mit der Sicherheit des WLAN-Telefons aussieht. Wir sehen die WLAN-Sicherheitseinstellungen anhand des gängigen WLAN-Routers Fritzbox, die Übersicht der zugelassenen verbundenen Geräte, die Einstellungen des Funknetzes mit der Möglichkeit der Deaktivierung des sichtbaren Netzwerknamens und die verschiedenen Sicherheitsmechanismen, die heimische Geräte anbieten. Im Bild die WEP-Verschlüsselung mit verschiedenen Schlüssellängen, schließlich der Nachfolger WPA und die topaktuelle Verschlüsselung nach WPA 2. Ich denke mal, dass das relativ sicher sein wird und ich habe auch nicht so viele wichtige Daten auf meinem Computer, sodass da eigentlich nichts passieren könnte. Danke. Es wurde mir gesagt, dass das ziemlich sicher wäre. Und außerdem muss man doch dieses VPN-Programm, glaube ich, installieren. Und deshalb denke ich schon, dass das sicher ist. Okay, vielen Dank. Ich glaube, hier gibt es eine VPN-Sicherheit oder sowas. Das ist so halt sowas noch sicherer, als was man zu Hause kennt. Und ja, mehr weiß ich nicht. Okay, vielen Dank. Ja, im heimischen Bereich, da kennt man den WLAN-Router mit der Verschlüsselung nach WEP. Die ist heute natürlich nicht Stand der Technik, sondern die ist relativ leicht zu knacken.
Und so, wenn Sie keinen boshaften Nachbarn haben, ist das sicher auch kein Thema. Aber hier an der Uni können wir so etwas uns nicht leisten. Wir müssen eine Verschlüsselung haben, die auch sicher ist. Und wir haben uns relativ früh entschlossen, eine VPN-Verschlüsselung zu machen mit Triple DES. Die Verschlüsselung ist der eine Part, der andere Part ist die Authentifikation. Es wird also immer Wert darauf gelegt, dass sich bei uns nur Leute einbuchen können, die auch autorisiert sind. Und das wiederum wird auch nachher abgebucht, beziehungsweise das wird in ein Logging hineingeschrieben, wer sich bei uns eingebucht hat, sodass das auch nachvollzogen werden kann, wer wann hier die Dienste genutzt hat. Ja, die Abhörsicherheit bei dem WLAN-Handy ist natürlich eine ganz große und spannende Frage. Wir haben also hier eine Verschlüsselung nach WPA2. Das ist auch ein heutiger Stand der Technik. Und der Weg von dem Handy über den Access Point bis zu dem Wireless LAN-Controller ist damit abgesichert. Und erst ab diesem Zeitpunkt wird das Gespräch, werden die Daten des Gesprächs in das öffentliche Netz hineingebracht und bis dorthin hat man größtmögliche Sicherheit. Übrigens könnt ihr unsere Interviewpartnerin Caroline Nimczek auch jede Woche im ORGA-TV-Podcast sehen. Ihr findet diesen über www.orga.tv. Dort gibt es auch exklusiv das Archiv mit alten ORGA-TV-Folgen. Außerdem könnt ihr dort über die Feedback-Funktion auch eure Meinungen abgeben. Abschließend haben wir für euch noch ein paar Tipps für eure persönliche WLAN-Sicherheit zu Hause. Zuerst einmal solltet ihr, wenn ihr selber ein WLAN zu Hause habt, die Übertragung der sogenannten SSID, also des Netzwerknamens, ausschalten. Denn dann kann man euer Netzwerk nicht sofort auffinden. Sicherer wird euer WLAN auch, wenn ihr den Mac-Filter einschaltet. Der hat nichts mit den Apple-Computern zu tun, sondern kann WLAN-Geräte identifizieren und nur die zulassen, die ihr auch selber freigegeben habt. Wie ihr im vorigen Beitrag gesehen habt, gibt es ja auch diverse Verschlüsselungstechnologien, die ihr auf jeden Fall verwenden solltet. Um die neuesten zu nutzen, braucht ihr nur aktuelle Betriebssysteme wie Windows Vista oder Windows XP. Wichtig ist zu den Verschlüsselungstechnologien noch, habt ihr ja auch eben schon in dem Beitrag gesehen, WEP wird zwar immer noch häufig verwendet, ist aber leicht veraltet und kann, wie Herr Neisius vom Rechenzentrum ja schon bereits gesagt hat, auch leicht geknackt werden. Und am besten schaltet ihr die WLAN-Funktion auch nur ein, wenn sie wirklich gebraucht wird, denn das ist am allersichersten. So, und das war's auch schon wieder für heute. Nächste Woche könnt ihr die letzte UMP-Gruppe sehen, die sich mit dem Thema Mobile Commerce befasst. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Noch einen schönen Abend.